erst im Winter dann, das war Winterarbeit, geprächelt. Und das ist immer in der Brechelhütte gewesen. Man hat also einen Haarsturm gehabt und eine Brechelhütte, da ist eine Tür offen gewesen und da hat man den Flachs dann geröstet. Das versuchen wir da hinten mit so einem Dämpfer zu machen, damit wir ein bisschen Hals bringen, damit wir dann brechen können, damit wir ihnen das zeigen können. Wie gesagt, bei uns im Jogelland hat es in den 50er Jahren aufgehört. Man hat bis 1954 bei uns in Vorau, da kommen wir her, da hat man bei uns gebrechelt, da hat man Flachs angebaut. Seit der Zeit gibt es das nicht mehr, aber es gibt noch viele Bauern, die heute noch einen ganzen Bollen oder mehrere Bollen dieses alten Hausleinens zu Hause haben und das natürlich auch noch verwenden können. Die passen natürlich gut auf, damit es nach der Nachwelt auch erhalten bleibt. Ja, und dann hat man also brechelt, dann ist man in diesen Brechelstuben zusammengekommen, in diesen Haarsturm und hat dann Flachs bearbeitet. Das hat oft Tage gedauert, bis man fertig war, bis man den Flachs dann allen brecht hat. Und am Ende dieses Brechens hat es dann immer einen Brecheltanz gegeben. Da war dann ein Musi, da haben sie dann in die Bauernstuben eingeladen, da hat man dann auch tanzen dürfen. Das war dann so im Spätherbst, im Oktober, November, da hat man das gemacht. Oder manchmal auch im Jänner, Februar, wie es mir halt dazu gekommen ist, wie Zeit war. Und da hat es verschiedene Spiele gegeben, die Brechelspiele, und da sind auch die Gespierseihober gekommen. Die Gespierseihober waren die Leute, die nicht beim Brecheln dabei waren, sondern die befreundet waren. Vielleicht die Freundin war dabei oder der Freund. Und die haben dann beim Fenster eine Steckeleine gehalten und die drinnen gefeiert haben und die gut gegessen haben. Das war gut die Außen dann, weil es meistens ein Fleisch gegeben dazu. Die haben dann was aufgesteckt, damit die auch was haben. Und wenn sie ein Gig gehabt haben, haben sie vielleicht sogar rein dürfen, wenn das eingeladen worden sind und das teilnehmen haben dürfen am Brecheltanz. Und da hat es natürlich auch viele verschiedene Spiele gegeben. Und es war ratsam, wenn gebrechelt worden ist, dass man bei der Brechelhütte nicht unbedingt zu nahe vorbeigegangen ist. Die Brecher haben natürlich diesen, was da oben fällt, diese Spelzen, was da oben fallen, haben dann den genommen und haben natürlich die Leute, die vorbeigegangen sind, ausgeschaut. Und wenn man das reinkriegt, das ist wie ein Juckpulver. Und da gibt es eine Geschichte, möchte ich Ihnen noch erzählen, vielleicht ist dann bald so weit, dass der Flachs heiß wird. Da ist bei uns in Vorau einmal ein Finanzer gegangen zum Bauern, hat überprüft, weil der hat Schnaps brennt, ob das eh alles passt, ob der Kessel passt und ob das die Menge passt, was er da brennen möchte. Und der hat nicht gedacht, oder hat es auch nicht gewusst, dass er bei Brechelhütten vorbeigegangen ist. Und die Frauen haben da, meistens haben wir die Frauen brechelt, haben das gesehen, da kommt einer daher. Der geht da vorbei und dann sind sie rausgesaust, haben den Finanzer reingeholt, haben ihn richtig ausgeschöpft und der Bauer, der hingewollt hat, der hat einen Glück gehabt, weil der Finanzer ist nicht mehr gekommen. Der war dann geheilt, der ist dann nicht mehr zum Bauern prüfen gegangen, weil den haben sie so richtig hergegangen, der war fertig. Ist auch früher vorgekommen, solche Geschichten. So, Burschen, wie schaut's aus? Ist auch schon ein bisschen heiß? Ein bisschen dauert es, ich weiß es nicht, das dauert. Man hat ja in der Brechelhütte fast eine Woche heizen müssen, damit der Ofen so heiß war, dass man oben drauflegen hat können. Dass man im Brechelofen, also im Türofen, den Flachs oben drauflegen hat können. Und dann hat man erst brechen können. Und da ist der Haarbauer gewesen, der hat dann immer wieder das Bischel Flachs den Brechern gebracht. Und jeder hat selber seine eigene Brechel gehabt. Ihr seht ja, dass die nicht alle gleich groß sind. Die Leute waren früher ein bisschen kleiner, für die hat das passt. Für uns, für die großen Buben, wenn ich da den Stefan anschaue und den Matthias, für die ist ein bisschen zu nieder. Die müssen fast Knien dabei, damit sie da arbeiten können. Aber das war halt früher so. Die Generation vorher war wesentlich kleiner. So, ich darf mal anpüschen, nehmen wir mal Platz, zeigen wir es einmal, wenn einer nicht so heiß ist. Da starten wir her, da wird der erste gezeigt, also wie man den Flachs auskämmt. Da waren da mal Früchte drauf, die haben uns leider die Mais abgeholt. Wir haben den Flachs im Museum bei uns im Vorrat gelagert und da sind die Mais dazugekommen. Und diesen Samen, der da oben drauf ist, das ist der Leinsamen. Aus diesem Leinsamen hat man also Leinöl gemacht. Und wenn wir jetzt sehen, der Alexander hat schon begonnen, so hat man das gemacht. Vielleicht ist da noch einer in der Mitte, da war noch einer. Ja, fangen wir auch richtig. In der Mitte und von in der Mitte nach außen. Man kann ein bisschen mehr vielleicht nehmen. Der Markus zeigt da, wie man den Haar ausgekampelt hat. Du musst runter, weil die Früchte werden auf der Seite drauf. Leider sind keine drauf mehr, wie gesagt. Nehmt da einer Platz einer. Und da in der Mitte noch einer mit einem Büschel.
damit ihr seht, wie das Ganze früher gemacht wurde. Wenn wir am Sonntag da schon brechen, da liegt da schon was am Boden. Einer nimmt das Stabel da vielleicht in die Hand und zeigt das, wie man aus dem Feinen, das da am Boden liegt, schon, wenn man das ausbeitet mit dem Stabel da, da. Ja, genau. Und da muss man so lang brechen, bis also die ganzen Spelzen runterfallen und das feine Haar überbleibt. Man nennt das Haar. Ja, gehen wir noch weiter, gell? Das ist ein. Das ist noch nicht fertig. Aus der Weide, gell? Genau. Und der Roland zeigt euch da, das, was man da macht, das ist sogenannte die Rückfahrleiber. Da sind nur die groben Spelzen drinnen. Und meine Heimat hat das auch drinnen gehabt. Nur, da es 40 Jahre ist, ist bei jedem Mal waschen weißer geworden. Zuerst hat es so eine Farbe gehabt, so eine Naturfarbe. Man mit das Leinen legt man ja dann auf den grünen Rasen aus, sprengt es und wenn die Sonne scheint, bleicht das Ganze. Wird immer weißer, mit jedem Mal waschen wird das Ganze weißer. Und die Spürzen, die noch drinnen sind, die ja der Roland da sagt, da sieht es noch vieles drinnen, das ist auch beim Spinnen dann noch dabei. Und das, wenn man es anzieht, das beißt ganz schön. Also Heimat ist auch eine richtige Massage gewesen, wenn man das angehabt hat. Ohne Unterleiber ist es fast nicht gegangen, aber meistens ist es so oft gewaschen worden. Sie können nicht probieren, wenn Sie hingreifen wollen, einmal da. Das ist jetzt schon recht fein geworden. Und das geht schon. Es reibt nicht mehr so, es ist nicht mehr so gespießert. Das ist schon sehr ausgewaschen. Ja? Das hat man also aus diesem, was der Roland da zeigt, hergestellt, was runtergefallen ist. Und das ganz Feine, das ist das, was da oben am Spinnrad ist, das hat man dann zur reißenden Leinwand versponnen. Und wenn das dann fertig war, hat man das auf so dicken Affe da. Und wenn der Faden fertig war, dann ist irgendwann im Jahr der Störweber gekommen ins Haus. Die Bauern haben oft einen Webstuhl selber gehabt, aber wem haben sie nicht können selber, dann ist der Störweber gekommen. Der sollte dann ein paar Tage oder ein paar Wochen im Haus bleiben und hat die Leinenstoffe hergestellt. Hat also so lange gearbeitet, bis alles verarbeitet war. Und dann ist er zum nächsten weitergegangen. Das war dann der Weber. Oder er hat den Webstuhl mitgetragen, das hat es auch gegeben. Der Störweber den Webstuhl halt mitgetragen hat, aber das war dann ein kleiner. Im Haus hat man meist einen großen gehabt, damit man auch große Leinenstücke weben hat können, weil für ein Leintuch hat man schon wieder mehr gebraucht. Und für einen Vorhang oder ein Tischtuch. Ja, vielleicht zur Information, das ist die Schuhplattengruppe Fora, die da das heute macht. Wir haben das voriges Jahr halt auch probiert und da haben uns Leute, die das noch gemacht haben, aber die waren schon alle 85 bis 90 Jahre alt, die das noch einmal selber gemacht haben, haben uns das gezeigt und haben gesagt, so ist das gegangen. Und wir haben halt gut zugeschaut und haben gesagt, okay, das werden wir ein bisschen gravieren. Und der Dietmar Lindauer hat gesagt, er möchte es unbedingt, dass wir das hier am Dreschkettag in Rechnitz auch zeigen. Und haben gesagt, ja, wir kommen und zeigen das hierher, machen das. Wir werden dazwischen immer wieder ein paar Schuhplattler machen. Und in der Mittagszeit dann drinnen auch im Zelt und am Nachmittag werden wir es natürlich auch wieder vorführen, wie das Ganze gegangen ist. Ein altes Bauernhandwerk, das fast schon in Vergessenheit geraten ist. Gut, wenn Sie jetzt einige gefragt haben, ihr hört gerade nochmal diese Stimme, die kommt mir bekannt vor, dann darf ich mir auch selbst vorstellen, mein Name ist Franz Butz, ich bin Mitarbeiter in der Volkskulturabteilung von Radio Steiermark und mache also Volkskultursendung und mache das Wunschkonzert donnerstags am Abend immer wieder von 20 bis 22 Uhr. Und einmal im Monat haben wir sogar bis Mitternacht Sendung von 20 bis 24 Uhr. Da können uns die Leute anrufen. Und ihr darf es sich gar nicht glauben, von der ganzen Welt rufen uns immer wieder Leute auch an bei dieser Sendung, bei dieser Volksmusik-Wunschsendung. Und ich mache auch Beiträge für unser Steirerland und für die Reihe Steirische Sänger und Musikhalten. Ja, am 14. Oktober darf ich Sie vielleicht einladen, wenn jemand Zeit hat und Lust und Liebe hat, da gibt es dann das 35. Vorauer Sänger- und Musikantentreffen. Also 35 Jahre machen wir das schon in Vorau. Das wird auch von Radio Steiermark aufgezeichnet und gesendet. Heuer mit dabei ist die Schmidt-Musik aus Südtirol. Dann sind die Friederstahl mit dabei, ich und meine Schwester, das sind eben Sepp Leubner von Radio Steiermark und sein Volkskulturchef, seine Kinder, die da musizieren und singen. Dann ist eine Abordnung der Grazer Kettlerspatzen mit dabei, die dabei sind und eine ganz, ganz bekannte Volksmusikgruppe, eine Überraschungsgruppe ist auch mit dabei. Ja.
Dazu ein bisschen, da drüben sind Prospekte, wenn jemand sowas mitnehmen möchte. Es findet am kommenden Sonntag der Kraftspende-Kirtag in Jogelland statt, auf der Brandlöhm in Wenigzell. Da wird es also einen großen Kirtag geben, da wird auch Edward dann ein bisschen das Programm führen. So, inzwischen schaue ich, wie es den Brechern da geht.